Erzählt mal, wie war das für euch, was ihr heute erlebt habt? Umwerfend. Oh, wie süß. Umwerfend schön. Ihr seht Wunder geschehen. Bitte? Wenn man das sieht, wenn sowas möglich ist. Ja. Weißt du, es gibt bei Wundern, die sind ja auch nicht wissenschaftlich zu bestätigen. Die sagen ja immer zu mir, hast du eine wissenschaftliche Bestätigung? Das braucht doch kein Mensch. Bei mir scheitert ja jeder Wissenschaftler. Warum? Die kommen hierher, oh, kann ich das alles schreiben und aufnehmen? Am dritten Tag haben sie die erste Depression. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass sie nichts wissen. Und wenn ein Wissenschaftler merkt, dass er nichts weiß, dann ist er ganz fertig. Und da sage ich dann, komm, geh weg, geh nach Hause, verdau das erstmal. Denn das passt ja gar nicht in dem ihr Weltbild. Wunder. Aber wir haben doch alles schon von Jesus gezeigt gekriegt. Der Mensch ist in seiner Entwicklung sehr langsam. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Denn es gab noch nicht so eine Zeit wie jetzt. Wir müssen uns vorstellen, von 0 bis 1000, da sind die Kriege geführt worden, da hat man Länder erobert, Erdteile entdeckt und so weiter. Die Religionen wurden sich ausgedacht, nenne ich das mal. Später das Jahr 1000, von 1000 bis 2000, das galt nur der materiellen Welt. Der Handel, die Banken, ja, das logische Denken. Man hat seine intuitive Intelligenz gar nicht mehr abgerufen. Man war nur noch linear. Und stört jetzt? Ja auch bloß. Bitte? Die stört ja auch nur. Genau. Jetzt die intuitive Intelligenz seit 19 Jahren. Jetzt fängt nämlich das neue Zeitalter, hat angefangen, 2000. Das ist das Zeitalter, wo sich alles wandeln darf. Der Mensch entdeckt wieder Interesse für die Natur. Er beschäftigt sich mit gesunder Ernährung. Also du bist eine Ausnahme. Ich habe dir heute das Rauchen verboten. Ja, hast du das gespeichert? Mach das bitte nicht mehr. Deine Packung legst nachher in den Mülleimer. Also, wir wollen jetzt wieder an uns denken. Ja. Das Zeitalter ist jetzt gekommen. Und warum ist das so? Warum sind wir jetzt in so einer fühligen Phase? Weil dieses Zeitalter wird von Mutter Maria regiert. Das ist ihre Energie. Und die Mutter Maria, die gibt es in Augsburg auch in einer Kirche als Knotenlöserin abgebildet. Und deswegen ist im Moment auch so viel los. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Knoten aufknüpfen. Und das habe ich eigentlich auch bei euch gemacht. Denn Knoten hat jeder bei sich. Er ist verknotet in seine schicksalhaften Fügungen, ist einfach nicht frei. Ich habe euch ab heute die Freiheit zurückgegeben. Und wenn ich das jetzt so alles äußere, Worte, das kann man gar nicht so schnell begreifen. Das merkt ihr die nächste Zeit. Ja, das merkt ihr jeden Tag. Diese Energie geht nicht mehr verloren. Und dann ist ja auch das Leben ein ganz anderes. Ihr habt einen riesen Vorsprung vor den Menschen, die noch schief, krumm und verdreht sind, weil so wie denn ihr physischer Körper verdreht ist, so ist auch denen ihr Geist verdreht. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn im Außen so viel Disharmonie ist. Aber dieses Zeitalter räumt auf. Und ich war paff erstaunt, dass jetzt drei Frauen da vorne in der Politik aktiv sind. Das ist genau das, was Mutter Maria gesagt hat. Die weibliche Energie kann meine Energie am besten transformieren. Jetzt überlegt mal, welcher Mann soll jetzt diesen Posten übernehmen? Die Männer können mit dieser weiblichen Energie jetzt nicht so gut umgehen. Aber ich muss ja den Männern große Komplimente machen, dass ihr hier seid. Weil der Mann hat in diesem Zeitalter ein ganz neues Programm bekommen. Nämlich, er war programmiert auf Krieger, auf Jäger. Er durfte gar keine Emotionen zeigen, er musste ja auch Menschen erschießen. Also auf Soldat und auf Kämpfer. So war der alte Mann, sag ich mal. Jetzt seit 19 Jahren haben wir den neuen Mann. Ja, diese ganze DNA-Programmierung hat sich abgelöst
Und der neue Mann wird mehrdimensional und nähert sich ganz stark der Frau an. Denn die Frau kann anders empfinden als der Mann. Sie ist ja auch die Mutter, muss Kinder erziehen, muss einen Haushalt alles machen, Versorgung der Familie, hat eine andere Empfindungsebene und der Mann kommt jetzt dahin. Das ist eine wunderbare Sache. Ich freue mich für euch Männer, dass ihr dieses alte Programm überwunden habt. Dann wird es eigentlich auch gar keine Trennungen mehr geben brauchen. Trennungen gibt es ja nur, weil es so ein starker Kontrast war. Man konnte zwischen Mann und Frau überhaupt keine Resonanz herstellen. Wenn ihr das aus eurer Kraft geschafft habt, dann Hut ab, dann lobe ich euch. An sich war es nicht so gedacht. Und die Frau im Zeit des Patriarchat darf jetzt diese Position wieder einnehmen. Also wir in Deutschland haben nur als Frau ein Handicap, deswegen haben wir auch die meisten Schilddrüsenkranken, weil wir ja schon das Au im Namen haben. Frau, Frau, Au, Au, Au. Tja, woanders heißen sie Lady, Donna, Madame. Wer sich das ausgedacht hat für uns, auch nicht gerade so klug gewesen. Und Martin Luther hat schon gesagt, die Frau muss Männin heißen. Das wollten aber die Männer nicht, weil dann die Frau so stark wirken würde. Wir basteln noch an Namen. Weib wollen wir auch nicht heißen, weil das ist irgendwie ja auch so verrufen geworden. Aber es muss noch, gestern hat jemand einen schönen Vorschlag gemacht, leider habe ich ihn vergessen. Das wird alles noch kommen. Die Frau darf sich jetzt wieder aufwerten, ja, nicht mehr die Unterdrückte sein. Also dieses Zeitalter ist berauschend schön. Politisch geht das jetzt erstmal ins Tal. Weil die Rechtschaffenheit und die Gewaltlosigkeit, diese Energie, die habe ich euch heute übertragen. Nicht, dass ich das wollte, aber es heißt so, auch in meinen Vorträgen, die könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal anschauen, heißt es so, dass die Begradigung, die Wirbelsäulenheilung, die im Menschen die Rechtschaffenheitsenergie und die Gewaltlosigkeitsenergie in euer Programm eingibt. Wundert euch nicht, wenn ihr auf einmal Mitgefühl habt und alles mehr auf der Gefühlsebene entscheidet. Das ist genau so gewollt, dass wir dieses Verkopftsein, dieses Linear-Denken endlich überwinden. Und ich denke mir, dass ihr heute so erweitert hier rausgeht. Denn wenn man ein Wunder gesehen hat, dann wundert man sich erstmal, ja, dass es so etwas gibt. Es gibt Länder, da wird ja das geistige Heilen schon seit Menschengedenken praktiziert. Hier bin ich ja noch ein Sonderling. Wenn ich überhaupt denke, was ich heute früh zufällig gelesen habe, was man mir gepostet hat, nachdem ich dieses Bild von dem Geist, der sich aufs Bett legt, aus Rio, ich sage es ganz kurz, ich habe ein Foto von Daniel Goulart, das ist ein Wissenschaftler, der Einzige, der mit uns umgehen kann, mit uns heilen, weil er ist sehr berühmt, der hat ein Foto gemacht mit einer Wärmekamera aus Russland, also das ist eine feinstoffliche Kamera, da hat er ein Foto gemacht, da sieht man in Brasilien, da gibt es alternative Krankenhäuser, da gibt es auch Geistheiler-Krankenhäuser, Kliniken sogar, und da stehen doch tatsächlich die Ärzte an den Betten, die Betten sind leer, ach Tanja, könnten wir mal das Bild holen gehen, ja, und dann die Ärzte sind alles Heiler und die bewellen das Bild mit Energie. Und da sieht man auf einem Foto, wie der Geist des Menschen sich auf die Liege legt und sich behandeln lässt. Und wenn der Geist geheilt ist, heilt auch der Körper. Jo Gott, was haben die mir alles geschrieben heute früh? Ein Teil habe ich löschen müssen, es war nicht auszuhalten, weil sie mich beleidigt haben. Und natürlich, der Unwissende. Der macht dann die Klappe so weit auf und versucht, das auszubremsen. Aber das sind alles Pharma-Trolle. Die werden ja extra damit beauftragt, sobald was Neues gesendet wird, gepostet wird, sollen sie erstmal dagegen gehen. Guck mal, Tanja, lass es mal umgehen. Ich habe zwei Bilder, ja. Und das zeigt natürlich auch, das ist auch wieder der Beweis, dass Geistheilung funktioniert. Ja.
Ach, wie schön ist das. Hm? Und stellt euch einfach auf eure Heilung ein. Wenn ihr das schafft, dass ihr eure alten Wehwehchen löscht, das machen wir nachher, wir werden das, ich sag euch dann, was wir machen, dann kann auch aus einem schwerst Betroffenen wieder eine vollkommene Heilung geschehen. Ja. Die größte Heilhilfe ist das, was wir hier machen. Nämlich Menschen in die göttliche Ordnung stellen, aufrichten. Nicht mehr krumm, schief, verdreht sein lassen. Ich sage ja immer, man sagt, der Mensch sei die Krönung der Schöpfung. Also so, wie ich den Menschen kennenlerne, ist er noch nicht vollendet. Wie kann er denn die Krönung der Schöpfung sein, wenn er noch so krumm und schief ist und Schmerzen hat? Hm? Und dann heißt es, die Krönung der Schöpfung muss sich durch einen Menschen erfüllen. Tja, und heute habt ihr das erlebt. Ihr seid nicht mehr schief und krumm, nicht mehr verdreht. Ihr habt sogar einen neuen Namen. Nach dem Gottmensch kommt nämlich der Quantengott. Da seid ihr jetzt. Quantengötter. Das hört sich viel an. Manche sagen, was redet die da? Quantengötter. Natürlich braucht man nicht unbedingt nach Hause gehen und den anderen sagen, ich bin jetzt ein Quantengott. Die werden dann staunen. Aber das ist sogar die Wahrheit. Das sagt auch sein Baba. Ihr seid alles Götter. Ihr geht als Götter auf die Erde, um das Menschsein zu studieren. Und Gott ist von Anbeginn an in euch drin. Das ist einfach so in diesem Zeitalter so offensichtlich. Wenn ich euch sage, Gott hat euch geheilt, Gott hat diese Aufgabe übernommen, da ist es nicht ein Gott im Außen, sondern das ist euer eigener göttlicher Geist, mit dem ich mich verbunden habe. Meine wunderbaren Schülerinnen machen auch die Arbeit wie ich. Heute Dankeschön, dass ihr uns so wunderbar assistiert habt. Christina kommt selbst aus der Schulmedizin und bringt es einfach nicht mehr so fertig, ihren alten Weg zu gehen, und hat sich erweitert. Und so freue ich mich immer, wenn Ärzte auch bei mir lernen, bei uns lernen und sich erweitern. Ich sage, die Geistheilung ist die Medizin der Zukunft. Und die Zukunft der Medizin. Wenn wir Geistheiler oder wenn die ihren Geist wecken würden, dann können die auch gut therapieren. Aber leider sind sie so festgezurrt durch die Pharmaindustrie, die alles vorschreibt, und können sich nicht befreien. Ja. Wenn ich sage, hört auf zu impfen, das ist eine Katastrophe, was ihr macht, da sagen die, wir machen nur das, was die Leute wollen. Wenn wir nicht impfen, gehen sie zum nächsten Arzt und dann haben wir die Praxis leer. Wenn wir keine Pillen verschreiben, wir wollen ja gar keine Pillen verschreiben, aber die Leute wollen ja welche haben. Also wir müssen umdenken. Umdenken. Ja, guckt lieber bei Dr. Google nach, was er für einen Tee trinkt, wenn es irgendwo zwickt. Und dann habt ihr das besser gemacht, wie jede Pille, die man essen sollte. Man sollte überhaupt keine Pillen essen, weil das ist ja alles nicht nach dem universellen Geist gemacht. Das haben sich Menschen ausgedacht. Aber was der göttliche Geist macht, das kommt von höheren Intelligenzen. Das ist ja natürlich ganz anders wirksam. Und die Pillen haben solche schlimmen Nebenwirkungen. Ich kann niemandem empfehlen, irgendwas einzunehmen. Auf keinen Fall. Aber wir wollen ja positive Dinge reden. Also, was ich mit euch gemacht habe, das ist eine alles Symptome umfassende Heilung. Es geht nicht nur um die Wirbelsäule. Und es geht auch nicht nur darum, an der Wirbelsäule ist alles angeschlossen. Habe ich euch das vorhin schon gezeigt? Oder war das die Gruppe vor euch? Guckt mal, was die Wirbelsäule für eine Intelligenz ist. Jeder Wirbel hat eine eigene Frequenz. Das ist ja nicht nur ein Knochengerüst. Das ist der verlängerte Arm zum Universum. Und ein Energiegebilde. Eure Wirbelsäulen sehen jetzt aus wie Neonröhren. So strahlt das von innen. Das ist wunderschön zu sehen. Ich bin froh, dass ihr da seid. Und das ist natürlich Heilenergie. Lebensmut. Die Hauptzentren, Herzzentrum, gerade bei Herzkranken, die müsst unbedingt die Herzkranken zu mir schicken. Weil die sind nicht herzkrank,
sondern meistens haben die eine Skoliose nach der Herzregion und das Herz wird eingeengt. Kommt es zum Stolpern, Herzrhythmusstörungen. Die Bypässe brauchen die Leute meistens, weil die Arterien zugehen. Auch hier das Empfindungszentrum, das Bewegungszentrum. Ja, manche Leute, die sind überhaupt nicht in der Lage zu motivieren, dass sie mal ein bisschen Sport machen. Ne? Die sind einfach blockiert durch die Wirbelsäule. Die Blutversorgung, auch das Sexualzentrum, Hörzentrum, zentrales Nervensystem, die Atmungsorgane, alles hier angeschlossen, Knochen und Gelenke. Bin froh, dass ich euch so durchschlagend helfen kann. So, jetzt wollte ich noch mit euch was machen, aber da kommt gleich die Tanja. Ich zeige euch noch mal. Oh, da guck mal, die Tanja hat es da oben hingelegt. Willst du mir das mal gerade anreichen? Ich zeige euch noch mal meine Energiemedizin. Denn die Information, die braucht ihr auch, danke. So heilen wir in Zukunft. Der Mensch ist ein Energiegebilde. Der muss das nur wissen. Der kann nicht mit stummer Materie geheilt werden. Ich beweise euch, dass ich ein Energiegebilde bin. Guck mal, bei mir bleiben alle möglichen Metalle hängen, weil mein Körper saugt die fest. Es ist Energie. Kann man das noch dranhängen? Ich sehe leider nichts. Seht ihr? Ist bei euch genauso. Wir werden universell genährt. Und da gehen auch natürlich die Selbstheilungskräfte. Die werden dadurch aktiviert. Wir haben sowas von Kräfte in uns, wie Bollwerke. Wir wissen es nur nicht. Man hat uns von diesem Weg weggebracht. Ich sage immer, die Schulmediziner denken, wir wären dumme Ledersäcke, wo man nur Pillen reinwirft. Ach, wir sind eine eigenständige Intelligenz. Und wenn ich überlege, was da für eine Theorie dahinter steht, dass man Kinder nach 3 Monaten schon impft, damit sie nicht so sehr leiden. Ach, da wird es mir schlecht dabei. Also, wir haben so viele Impfschäden, das ist unvorstellbar. Lasst euch bitte nicht mehr impfen, ich muss das laut sagen. Weil es ist die größte Lüge aller Zeiten. Und wenn man überlegt, so ein kleines Geschöpfchen ist im Mutterleib herangereift durch göttliche Dinge, Geschicklichkeiten, durch die Wirbelsäule, die Impulse gibt, dass sich jetzt das bildet, das bildet, das bildet. Wenn so ein Kindchen als Geschenk Gottes etwas Heiliges ist, das eigentlich da ist und soll nach 3 Monaten mit über 10 Sorten Viren und Bakterien vollgeimpft werden, dann fragt man sich, wo stehen wir? Ja, Grundimmunisierung. Als hätten wir überhaupt keine Selbstheilungskräfte, als hätten wir nicht ein intaktes Immunsystem. Stellen uns hin, als wären wir Krüppel. Also da bin ich dagegen. Lasst euch nicht mehr impfen, weil ich habe ganz viele Impfopfer. Gut, aber jetzt reden wir mal wieder schöne Dinge. Tanja wird euch mal zeigen, wie meine Karte wirkt. Wer hier drauf gestanden hat, kann nicht mal mehr umfallen. Seid ihr neugierig? Danke, Tanja. So, ich bräuchte mal einen Freiwilligen, der auf einem Bein stehen kann, für einen kinesiologischen Test. Lange auf einem Bein? Ja. Die Jugend. Die Jugend, kann man ja mal lesen. So, Dennis, nimm dich mal gerade den Ball. Einmal so ein bisschen zu mir. Genau. So war schon gut. Dann hast du das Gefühl. Ich wollte nicht, dass du vor der anstehst. So, wir machen einfach so einen Test. Arme seitlich hochnehmen. Immer auf die linke Seite. Ihr Lieben, guckt euch den Danny an. Danny, ich drücke jetzt deinen linken Arm runter. Du hältst einfach dagegen und ihr beobachtet, wie stark er ist. Achtung, es geht los. Kannst du gegendrücken? Ja. Boah, der geht wirklich voll weg. Gut. Jetzt bitte auf ein Bein. Und das Knie so richtig hoch nach zur Decke, dass du richtig waagerecht stehst. Oh, super. Denn jetzt drücke ich dich aus dem Gleichgewicht und ihr zählt bitte die Sekunden, wie lange stehen bleiben kann. Achtung, es geht los. Arm umhalten. 1, 2, 3. Ja, er kam das gut. Aber er kam aus dem Gleichgewicht. Weil die Arme müssen oben bleiben. Ja. Die Arme müssen oben bleiben. Dann muss ich nochmal machen. Halt die Arme oben, weil ich muss dich ja rausschmeißen, sonst klappt mein Test nicht. Wir wollen ja nur gucken, wie lange du widerstehen kannst. Knie richtig hoch.
richtig hoch. So, Arm oben halten, nicht nachgeben mit dem Arm. Und Achtung, es geht los. Ja. Ja, gut. Also man kann da so nicht stehen. 3 Sekunden ist wirklich viel, das schafft sonst keiner. Ne? Heute früh, die Frau war auch gut, die hat 2 Sekunden geschafft. Ja. Einfach draufstellen. Das ist sehr gut. Und ganz locker stehen, Augen schließen. Und meine Zuschauer können mal die Hände öffnen, denn ich habe den Eindruck, dass du ein guter Transformator bist, weil mir fließt die Energie gerade schon zu. Er tankt jetzt für sich die Kraft, aber der ganze Raum füllt sich damit. Es fängt an mit Druck in den Händen und Kribbeln. Auch Wärme ist spürbar. Kann auch mal die Augen schließen, da fühlt man das besser. Spürt ihr was? Habt ihr schon was wahrnehmen können? Ja. Du, Tanja, ich glaube, er ist schon voll. Ich denke auch. Energie hat nachgelassen. Gut, dann kannst du wieder runterkommen. Und wir machen denselben Test wie eben. Selbe Bein wieder hoch, die Arme genauso hoch, alles gleich. Und jetzt drücke ich wieder. Du hältst den Arm genauso oben wie eben, ja? Achtung, es geht los. Ich drücke mal fester. Und drücke noch fester. Komm, ruhig fester. Geht nicht. Er geht nicht, er kann nicht mehr umfallen. Was sagt ihr dazu? Ich klatsch mal. Danke dir, mein Lieber. Hast du den Unterschied gemerkt? Ja, gemerkt habe, ja. Ja, ist gut. Ich meine, ihr könnt ja auch denken, die Leute, du machst das extra, ja? Das war nein, das denkt keiner. Dass du nicht so doll gedrückt hast, bis heute. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe viel mehr gedrückt als vorher. Ja, da habe ich mich angestrengt. Aber er empfindet das nicht mehr so, weil er hat einfach viel mehr Kraft. Ja, du hast ja locker mir jetzt widerstanden. Hättest du noch ein Kilo dranhängen können? Wie bleibt die Kraft jetzt auch? Ja, du stellst dich einmal am Tag auf die Heilkarte. Wenn du die mitnimmst, hast du die immer bei dir. Ja, die Kraft bleibt, ja. Also am besten morgens. Ja, das geht man mal davon aus, wenn man ja, 2 Minuten. Kann man beim Frühstückstisch machen. Man kann auch, wenn man Frühstück, die Füße unterm Tisch draufstellen. Oder die Kinder beim Zähneputzen. Also es ist phänomenal, was ihr hier miterlebt. Ja, das haben wir auch hier dann jetzt. Wie bitte? Die Kraft haben wir auch hier bekommen. Die Kraft kann man dann... Nicht so wie er jetzt. Ihr müsst schon auch auf eine Karte stellen. Ich hatte es nicht verstanden. Ob jetzt die selbe Kraft? Meine Nichte war das letzte Mal da und irgendwie haben sie gesagt, sie hätte es am nächsten Tag ausprobiert und es hätte sich bestätigt. Also, aber ich wusste jetzt nicht, ob sie auch auf einer Karte war. Also, wahrscheinlich. Ja. Sie hätte das behalten am nächsten Tag. Ja, klar. Also die Energie, mit die Heilkraft, mit der ich heute gearbeitet habe bei euch, die bleibt immer. Die geht nicht mehr verloren. Das muss ich euch einfach sagen. Ja, auch ganz schwere Fälle, das heilt ständig. Wird jeden Tag besser. Ja. Und wer da drauf steht, der kann den Heilverlauf noch unterstützen. Ja. Und es ist ja so, die Menschen haben sich ja vergessen. Euer Auto müsst ihr auch tanken und müsst das pflegen und putzen machen, tun. Der Mensch, der läuft nur wie eine Maschine. Und das ist eine Ladestation für Menschen. Tja, muss man mal drauf kommen. Ja, die geistige Welt hat mir gesagt, ich soll das herstellen. Habe ich das gemacht. Aber denkt nicht, dass das einfach war. Ich habe bald ein Jahr gebraucht. Danke. Komm in die Mitte. Ja. Danke. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, bis die Karte fertig war. Natürlich habe ich dazu gearbeitet. Da habe ich jede Nacht dran gesessen. Da sind über 1000 Informationen drin. Und die habe ich alle von oben empfangen. Ja, das war wunderbar. Da sind sogar physikalische Formeln drin. Ich bin ja kein Physiker, ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet. Aber es ist eine unwahrscheinliche Kraft. Und die erdet auch. Deswegen ist er nicht umgefallen. Und das ist genau das, was der Menschheit fehlt. Erdung. Ja, das ist so. Ja. Dann können wir dieses turbulente Leben ja leicht nehmen. Und Erdung heißt auch gleichzeitig spirituelle Reifwerdung. Wir schwanken nicht mehr hin und her. Soll ich das? Soll ich das? Ich weiß auf einmal mein Ziel. Tja, meine Karte.
Die frischen die ganze Welt. Man kann auch viel mehr machen. Man kann auch morgens einen Krug Wasser draufstellen und dann das Wasser als Salwasser trinken. Was ganz wichtig ist, was die Karte so besonders macht, wenn man krank war und hat eine Diagnose gestellt bekommen, diesen Giftstachel wieder aus dem Kopf zu kriegen, ist ganz brutal. Wirklich. Also ich habe Menschen erlebt, die sind am Krebs gestorben, nur weil sie die Diagnose nicht mehr ertragen haben, obwohl sie gar keinen hatten. Und hier die Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass wir diesen Überlebenswillen wieder motivieren in uns, egal was wir für Diagnosen haben, wir löschen das im Kopf und denken an die Heilung. Da wird die Karte euch natürlich unterstützen. Ja. Und dann seid ihr wieder voll in der Heilenergie. Kann man die auch abends verwenden? Oder nur wenn du was vorhast. Abends ist sie zu lebendig. Genau, ja, wenn ihr tanzen gehen wollt oder habt sonst was vor, dann kannst du dich abends draufstellen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ins Bett gehen willst vorher, dann bist du zu lebendig. Ja. Und man soll die auch nicht ins Bett legen. Also höchstens, wenn jemand krank ist. Ja, da kann er die Energie kontinuierlich gebrauchen. Ansonsten reichen 2 Minuten. Okay. Ja, was kann man alles machen? Also das Wichtigste ist auch, dass wir unsere Medikamente, falls wir Medikamente noch einnehmen, ich darf das ja alles gar nicht sagen, dann bitte hier drauflegen und dann fallen die Nebenwirkungen weg. Diese Programmierung habe ich auch da reingegeben. Dann kann man, in erster Linie habe ich an Leute gedacht, die Chemo bekommen. Wenn die das da drauflegen, dann fallen ihnen die Haare nicht aus, dann können die das überstehen. Also Chemo ist ja sowieso ein Tötungsdelikt. Ich halte nichts davon. Gut, aber auch hier habe ich dran gedacht und Rückbestätigungen, ganz wunderbare. Was noch wichtig ist, auch hier könnt ihr euer eigenes Bild mal drauflegen, wenn es euch mal nicht so gut geht. Ja, da könnt ihr auch mal ein bisschen länger euch behandeln. Oder es ruft jemand an, mir geht es nicht gut, ja. Schick mal ein Foto, kann man heute auch mit dem Handy machen. Legst du das Handy da drauf mit ihrem Foto und dann wird sie hier für 2 Minuten bewältigt. Ihr könnt sogar Fernheilungen damit machen. Das ist phänomenal. Fragen, muss man vorher denjenigen fragen? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Danke, dass du das fragst. Und dann bei Tieren auch, wer das andere. Bei Tieren braucht man nicht fragen, weil die können ja nicht antworten. Aber wenn du jetzt ein Tier behandeln willst und das Tier hat ja einen Besitzer, musst du das mit dem Besitzer absprechen. Ansonsten heilen wollen ist immer eine freie Willensentscheidung von der Person, die geheilt werden soll. Da muss man fragen. Ja, wir dürfen nicht einfach jemanden heilen ohne dessen Wissen. Warum nicht? Weil der muss die Tür aufmachen. Das ist wie ein Radiosender. Wenn du ihn nicht richtig eingestellt hast, kriegst du keinen Empfang. Wenn derjenige nichts weiß und ach, ich könnte mal meine Schwiegertochter, die ist immer so schlecht gelaunt, könnte ich mal Energie senden. Das geht alles nicht, dann musst du fragen. Ja, also bei meinem eigenen Tier kann ich es auch machen. Ja, natürlich. Ja, bei deinem eigenen Tier stellst du es mal, Tier kannst du es mal in die Nähe vom Körbchen stellen. Man sollte da so einen Meter Abstand. Beim Pferd. Ja, beim Pferd ist es schwierig. Du kannst es auch mal an einem Stall irgendwo an die Wand hängen. Mit einem Foto, ne? Ja, geht auch. Dein Foto, ja, Foto vom Tier drauf. Oh Kinder, es ist so umfangreich, was ihr hiermit alles machen könnt. Ich erwähne nur noch das, was ich jetzt neu noch programmiert hatte vor 1,5 Jahren. Ich war einkaufen im Supermarkt, hatte auch eine Bioabteilung, kaufe ich gerne mal was Biomäßiges ein, weil es einfach mehr sättigt. Und dann habe ich gemerkt, wie ich nach Hause komme, mein Gott, die Nahrung hat ja eine ganz schlechte Energie. Ja, warum? Weil alles durch die Scannerkasse gezogen wurde und geröntgt ist. Das ist wie, als hätte ich das Essen in der Mikrowelle gehabt. Keine Energie mehr, keine Sättigung mehr, einfach nichts, leer. Die Äpfel haben nichts geschmeckt und dann habe ich gesagt, das muss man umprogrammieren. Und hier ist jetzt die Programmierung drin, dass ich, wenn ich mal einkaufen war, meine Tasche um die Karte herumstelle, können mehrere Taschen sein oder auch drauf, und dass ich das dann dem Ursprung wieder zurückführe. Da schmeckt es wieder, es sättigt wieder, es ist einfach strahlenfrei und dann könnt ihr euch freuen über euer Essen. Soweit habe ich schon gedacht. Man kann auch, wenn man was vorhat, die Kinder, wenn die Kinder am nächsten Tag eine Arbeit schreiben, da legt man auch gerne mal die Kleider in der Nacht drauf, dass die dann morgens richtig energetisch aus dem Haus gehen.
Und dann schreiben die nur noch gute Noten. Wenn man aus dem Haus geht, soll man die Karte aber nicht in eine Schublade legen, weil es ein reines Lichtelement und braucht immer auch Helligkeit. Nachts gut, aber nicht irgendwo verstecken. Nein. Stellt sie auch gerne mal zum Nachbar ans Fenster. Wenn ihr einen bösen Nachbar habt, kann es sein, dass er euch am nächsten Tag grüßt. Habe ich alles schon erlebt. Ja, die schreiben mich an. Kann das sein, mein Nachbar, der war früher ein Edelpaket, jetzt grüßt er mich. Ich habe die Karte dahingestellt gehabt. Das ist doch schön. So muss das sein. Die Karte bildet eigentlich uns ab. Wir sind kristalline Elemente. Tja, Kristalle. So sollte ich das machen. Und Sterngeborene. Ja, wir sind doch nicht nur dieser Körper. Wir waren früher Mineral. Dann waren wir in der Tierwelt, dann waren wir in der Pflanzenwelt umgekehrt. Erst die Pflanzen, dann die Tiere und dann Mensch. Und ja, es ist einfach fantastisch, dass es sowas gibt. Das ist noch dazu zu sagen, wer Strahlenschutz noch nicht mitgekriegt hat, würde ich euch jedem empfehlen, das mitzunehmen, weil ich habe schon G5 einprogrammiert. Wir sind ja jeden Tag Strahlen ausgeliefert auf brutalste Weise und wir können uns doch gar nicht davor schützen und wollen dann selber unser Handy in der Tasche haben. Also trage ich doch meinen Strahlenschutz, entweder ein Armband oder ein Anhänger. Männer können auch den Anhänger kürzen, in der Tasche bei sich tragen. Am Arbeitsplatz legt man es vor den Monitor und dann haben wir dieses Drama, was wirklich die Geisel der Menschheit zu werden droht, besiegt. Ja. Denn wir haben so viele verstrahlte junge Leute, die 14-, 15-Jährigen sitzen schon in der Psychiatrie fest, weil die schlafen mit dem Handy am Kopf. Die Leute sind unvernünftig. Man muss das erstmal alles aufklären. Es gibt ja Schwangere, die legen ihrem Babychen, jetzt hätte ich noch gesagt Embryo, ja, dem Embryo legen sie es da in die Kleidung, das ist der Handy in der Tasche, wird der Embryo schon bewählt. Oder das kleine Babychen schreit, da kriegt schon das Handy in die Hand. Ja, ihr seht, Unvernunft ist groß. Ihr wisst jetzt mehr. Erklärt den Leuten, wo es lang geht. Denn das ist einfach nötig. Ihr seid Informanten geworden, weil ihr habt etwas erlebt, was die Masse Menschen nicht kennt. Und wenn euch mal niemand zuhört, wenn ihr erzählt, da war ich, das war toll und so weiter. Wenn jemand zuhört oder lacht, ach, ohne Berührung kann doch alles gar nicht sein, dann Blödsinn und so weiter. Das ist kein Problem, denn euch hört die Seele zu. Ich war mal frustriert vor Jahren, als ich anfing zu heilen, wo die Leute so schlecht über mich geredet haben oder die ersten Leute, die hierher kamen, haben nur noch die Autos kaputt gemacht und die Scheibenwischer abgebrochen, die Seiten verkratzt und Putzwolle in den Auspuff gesteckt, Zucker in den Damm gestreut. Das waren meine Anfänge. Modernes Mittelalter, das habe ich alles erlebt. Ja, mir haben sie da im Auto die Räder ab, also locker getreten, wie ich da runter in die nächste Gemeinde gefahren bin, haben mich die Räder überholt. Das muss man sich mal vorstellen, das Sabotage, ich hatte jeden Tag die Polizei, vielen Dank. Ja, das war so, modernes Mittelalter. Jesus ist am Kreuz gelandet, im Mittelalter hat man die Wissenden, die Weisen, die Helfer, die Naturkundler, die Naturwissenschaftler, die Kräutersammler verbrannt. Stellt euch doch mal vor, wie grauselig. Und heute sind, sage ich immer, sind diese Energien auch noch da. Aber wir sind standfest und machen weiter. Wir lassen uns hier nicht vertreiben. Ich sollte ja hier unbedingt wegziehen. Aber ich habe ja die passende Adresse im Genheimener Weg 10. Gene kommen heim, hier ist der Weg. Haus Nummer 10 heißt Erneuerung. Das ist mein Platz. 3699, meine Telefonnummer ist 3x die 9. 3 und 6 ist 9, 9, 9 ist 3 mal Christus. Tja, sind das Zufälle? Nein. Es ist alles schon geplant, auch euer Leben. Vertraut dem Gott euer Leben an. Überwindet auch die Ego-Gedanken. Lasst euch führen. Denn wirklich Ängste braucht man nicht mehr haben. Wozu? Gott macht alles richtig, der weiß, um was es geht. Und dann könnt ihr ein schönes Leben führen. Ja. Und das ist jetzt für euch auch geplant. Ihr seid dann nicht zufällig hierher gekommen. Habe ich euch angerufen? Nö.
Ihr habt das selber entschieden. Hm? Und ihr habt irgendwie von mir gehört. Aber auch das war alles schon im Plan. Tja, ich war mal in einer Palmblattbibliothek in Bangalore in Indien und da sagte der Palmblattleser, ich wollte eigentlich gar nichts von mir wissen, ich dachte, ich weiß alles. Da sagte er auf einmal, komm du mal rein. Und da ging er ins Archiv, hat meine Palmblätter geholt, hat mir vorgelesen und da sagte er, oh, du bist schon seit 40 Jahren eine Heilerin. Seit 40 Leben eine Heilerin. Du hast ja schon beim Jesus geholfen, die Leprakranken zu heilen. Ich war erst mal sprachlos, der wusste gar nicht, was ich mache. Und so hat er mir das alles vorgelesen. Mein ganzes Leben, ja. Und ihr seid auch schon Heiler. Ich mache euch das heute bewusst. Ich öffne euch die Handchakren, da fließt schon die Energie zu euch. Und dann fangt ihr einfach an. Erstmal für euch selbst. Gut, ich mache jetzt wirklich euch strahlenfrei, das geht vorweg. Ich mache euch die Zähne, guck in euren Mund als geistige Dentistin, bringe ich die Schwermetallbelastungen aus dem Mund raus, Kronen, Plomben, Füllungen, Implantate, egal was ihr habt, der Kleber, das ist alles schön wieder, das kann man nicht vertragen. Das schadet. Zahnarzt ist der gefährlichste Beruf. Ich habe ganz viele Zahnärzte, die haben sich in der Zeit, wo Amalgamfüllungen rausgebohrt wurden, haben die sich wirklich so geschädigt. Da sind katastrophale Krankheiten entstanden. Und die haben auch die höchste Suizidrate. Ich habe viele Zahnärzte, die steigen aus. Die sagen, ich kann das nicht mehr machen. Allein der Brei im Mund ist schon giftig. Der stinkt ja auch bestialisch. Das ist ja so, als hättest du Sekundenkleber in den Mund gekriegt. Ja. Eieiei, es gibt viel zu wissen, ja? Jetzt machen wir das. Also, ich entstrahle euch, ich entstöre euch, mache euch frei von diesen 2500 aggressiven Energien, die schon erforscht sind. Ja. Fahr mal an so einem Handymasten vorbei, was da los ist, wie das deinen Körper beutelt. Und wir wollen auch nicht darauf verzichten. Wir schaffen Dinge, dass wir das aushalten können, ohne dass es uns schädigt. Am besten, ihr setzt euch so hin, legt die Hände wie Schalen auf den Schoß. Und ich komme jetzt, oder stehe jetzt als geistige Alchemistin und geistige Dentistin vor euch. Lasse die Energie zu euch fließen, reinige eure Körper. Das sind natürlich auch Röntgenstrahlen. Dabei Computersachen, MRT, CT, was immer das war, das ziehe ich aus euch raus. Und das geht wie ein Blitzableiter jetzt in den Schoß der Mutter Erde und diese Energie wird gereinigt und fließt euch wieder zu, aber in diesem wunderbaren Zustand der Liebeskraft. Und jetzt öffnet bitte einen Spaltbreit euren Mund, ich schaue mir nach die Zähne an. Kronenblumenfüllung, wie ich schon sagte, es wandle ich alles um zu körpereigener Substanz, auch wenn man schon dritte Zähne hat. Es wird ein bisschen kitzeln im Mund. Und der Geschmack ändert sich. Und dann dürft ihr den Mund wieder schließen. Und jetzt werde ich die Impfgiftlöschung machen. Auf der zellularen Ebene. Dabei löse ich auch die Schocks und die Traumatisierungen, die mit dem Impfen einhergehen.
Und ich mache noch die Schwermetallausleitung, die durch die Impfgifte entstanden ist. Denkt bitte an eure Symptome, was ihr aufgeschrieben habt. Denn ich möchte euch davon befreien. In dem Moment, wo ihr an eure Problematik denkt, lösche ich das. Egal was es ist, es gehört nicht mehr zu euch. Denn ab heute beginnt euer neues Leben. Ich bin gesund, es geht mir gut, danke Gott, werdet ihr euch sagen. Ihr erwartet eine hundertprozentige Heilung von allem. Ich werde jetzt zu jedem hinkommen, euch die Hand auf den Kopf legen und eure Handchakren aktivieren. In diesem Augenblick erinnert sich euer ganzes Sein daran, dass ihr heilen könnt. So, ihr Lieben, wir führen die Hände zusammen in Gebetsstellung, aber nur, damit sich der Kreislauf schließt, weil eure Handchakren sind jetzt aktiviert. Es sind Energiewirbel, die dort jetzt rauskommen. Die Energie kommt oben über euren Kopf. Der ist wie ein Trichter. Da fließt die kosmische Energie, eure kosmische Energie, von euren höheren Bewusstseinsebenen durch euch durch, kommt hier an den Händen heraus. Und dann zeige ich euch auch gleich, wie man sich selbst behandelt. Es ist ein wunderbarer Einstieg in das geistige Heilen, was ich als Medizin der Zukunft bezeichne. Das ist auch mein Wunsch. Jeder soll sich selbst heilen. Jeder kann sich selbst heilen. Das ist auch das Ziel der Schöpfung. Krankheit ist nur eine Illusion, ein Gebilde, etwas Erschaffenes. Zwei Männer haben sich gelangweilt. Der eine hat zum anderen gesagt, wir müssen uns mal was einfallen lassen. Und dann haben sie sich getroffen und haben in so einem Gemeindehaus,
davon geredet, dass das und dies und jenes passieren könnte. Und am nächsten Tag war der ganze Ort krank. Leute haben Schmerzen gehabt, haben das gehabt, haben das gehabt. Hätte man das nicht gemacht, wäre das gar nicht passiert. Die Gedanken des Menschen können Krankheiten erschaffen und entstehen lassen. Ja. Und die Projektionen dieser beiden Herren, die wollten was verkaufen. Damals waren es noch Kräuter, das ging noch. Später hat sich das so ausgedehnt. Man sucht nur noch nach Krankheiten, statt nach der Gesundheit zu suchen. Es gibt kein technisches Gerät, was nach der Gesundheit sucht. Alle Geräte, die die Industrie erschaffen hat, dienen dem Aufspüren von Krankheiten, haben aber überhaupt keine Fähigkeit, jemanden zu heilen. Das muss man auch mal wissen. Tja, weil die Heilungsabsicht, die ist nicht da. Die Arztpraxen bezeichne ich auch als Verkaufsgeschäfte. Krankenhäuser verkauft, vergleiche ich mal mit dem Aldi. Die müssen ja auch Umsatz machen. Die leben vom Umsatz. Da spritzt sie, dort spritzt sie schnell noch mal durch die Mikrowelle, noch eine Röntgen, da, die, dort. So läuft das doch. Mal schnell noch eine Chemo. Dafür muss ja viel Umsatz gemacht werden. Ja, leider ist das so. Meine armen Ärzte haben sich dieser Aufgabe hingegeben. Aber viele werden jetzt rebellieren. Ich freue mich drauf. Werden ihnen Kraft geben, dass sie das ändern. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Ihr habt eure Handchakren aktiviert und wir legen die Hände auf rechts und links den Kopf und behandeln beide Schädelplatten. Einmal die emotionale Seite, aber die körperliche Seite. Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte. Wir aktivieren unser Drüsensystem. Hypophyse, Hypothalamus, limbisches System, Basalkerne, die Zirbeldrüse, Unterlappen, Vorderlappen, Hinterlappen, alles von der Hypophyse ausgehend, die Schilddrüse. Oh ja. Die nächste Position. Machen wir die Schläfen. Wenn wir die Schläfen machen, tun wir auch gleichzeitig die Sehnerven anregen. Wir machen das so lange, wie wir das fühlen. Kann Minuten dauern, 5 Minuten meinetwegen. Jetzt mache ich es nur ein bisschen schneller. Die Ohren. Was die alles hören müssen, was uns nicht gefällt, die haben es auch nötig. Auch die Hörkraft kann sich verbessern. Nächste Position, wir machen die Hände so ein bisschen wie Schalen, die Augen. Wir können die Augen aufmachen, zumachen, wir können blinzeln, damit genug Flüssigkeit erzeugt wird, oder wir können sie geschlossen halten. Ist alles erlaubt. Nächste Position machen wir den Hals. Welche Hand oben ist, ist egal. Bei Halsschmerzen und die Schilddrüse. Auch bei den Zähnen gehen wir gerade ein bisschen höher an den Mund. Die Schilddrüse ist ja das Unterdrückungsorgan. Weil das Halschakra ist das kommunikative Zentrum der Mitteilungsfreude, der Kraft, Macht, Stärke in der Kommunikation, die Kreativität,
Wer das alles unterdrückt, bekommt kalte Schilddrüsenknoten. Und damit helfen wir uns. Ich gehe noch tiefer. Das ist jetzt hier das Herzchakra, Solarplexus, wo unsere Lebensenergie entsteht. Wir atmen dabei auch mal tief durch. Und dann gehen wir weiter runter. Es ist auch noch Solarplexus, dann die Organe, Magen, Darm. Wir können noch ein bisschen rübergehen. Nach rechts, das ist die Leber, Galle. Dann nach links rüber, Bauchspeicheldrüse und die oberen Organe. Und dann gehen wir tiefer in den Po-Genitalbereich. Beim Mann ganz wichtig, Prostata, weil das ist auch ein Schreckgespenst geworden. Ich höre ja nichts anderes mehr, so wie eine Epidemie. Prostata, 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 also ich kann das nicht mehr hören, die Leute haben gar nichts. Aber das ist auch ein guter Aufhänger, mal Angst zu verbreiten und dann eine OP zu machen. Sure. Bei der Frau die Eierstöcke, die Gebärmutter, Blase. Auch Blasensenkungen können jetzt weggehen. Oder Gebärmuttersenkung. Weil jetzt hängen die Organe richtig in euch drin. Vorher waren die auf die Seite gefallen und verlagert, je nachdem wie schief ihr wart. Und jetzt hängt alles mittig. Das kann sich wunderbar auswirken. Nächste Position, V-Position genannt, da geht ihr in die Leiste. Das kann man sehr gut machen, wenn man im Bett liegt. Weil da können wir die Lymphen behandeln. Unsere Entgiftungsorgane, die reinigen uns. Wird es warm bei euch? Fühlt ihr das? Sind die Hände warm? Ja, spürst du? Und dann wandern wir innen den Schenkeln entlang. Das ist auch für die Durchblutung. Und tiefer gehen wir ans Innenknie. Knie machen wir aber auch separat. Gehen wir für die Venen. Aktivieren die Venenklappen. Ganz wichtig, die Frauen müssen sich die Beine behandeln. Die haben oft damit Probleme. Und so wandern wir tiefer. Noch tiefer. Man kann sich auch mal bücken, das ist ja gleich eine Gymnastikübung fürs Becken. Muss man ein bisschen üben. Und jetzt gehen wir außen entlang. Oberschenkel. Ihr könnt vielleicht am Hüftgelenk anfangen. Am Hüftgelenk kann man normalerweise einige Minuten verweilen. Das freut sich.
und außen entlang. Wieder tiefer runter. Wer gelenkig ist, kann natürlich auch Bein über das Knie legen und dann so die Füße behandeln. Die Fußsohlen, auch wichtig, die Reflexzonen. Dann gehen wir aufs Knie. Das Knie hat am meisten ausgehalten. Durch den Beckenschiefstand, die Hüfte und die Knie, die haben es sehr nötig. Da können wir auch drehen und wandern, so mal nach innen, nach außen. Die Finger sollten so ein bisschen geschlossen bleiben. Wenn man so macht, entweicht die Energie leicht. Wenn man so macht, ist das geschlossen. Ihr werdet jeden Tag mehr fühlen, weil ihr sensibilisiert euch jetzt. Und dann kommen die Hüften nach hinten, die Mülldeponie. Wenn ihr nochmal Ischias-Schmerzen bekommt, dann sage ich euch gleich, das hat nichts mit der Wirbelsäule zu tun, sondern das ist eine Verschlackung, eine Übersäuerung. Da müsst ihr sofort eure Nahrung ändern. Deshalb sage ich auch, Kaffee ist eine Vergiftung. Hört damit auf. Gibt überhaupt keinen Grund, dass man sowas trinkt. Und so kann man hochwandern zu den Nieren und den Nebennieren. Mir wird auch jeden Tag gelenkiger und macht das dann noch besser. Ganz Gelenkige können sogar noch so an den Rücken. Eine Sonderposition bei Kopfschmerzen ist die hier. Und natürlich könnt ihr auch andere Leute behandeln. Vielleicht kauft ihr euch eine Liege, ist alles heute sehr preiswert. Klappliegen kann man unter das Bett stellen, wenn jemand kommt, aufklappen und schon geht's los. Je mehr ihr macht, desto stärker wird die Energie. Das ist jetzt für den Einstieg fantastisch. Und wer mehr können will, kommt zum Seminar, bringt euch alles bei. Wunderwirkender zu werden. Ja. Und es heißt auch, den Menschen zu dienen und zu helfen, gesund zu werden, auf jeden Fall, ist der Weg zur Glückseligkeit. Wenn wir jemandem geholfen haben, das macht uns sehr glücklich. Tja. Wie hat sich das für euch angefühlt? Ja? Bitte? Habt ihr Energie gespürt? Ist warm geworden? Ja. Also durch jeden Sonnen war es erst kalt und nach Zeit ist es warm geworden. Ja. Also ich kühle. Ja, ich will euch mal sagen, wenn es sich mal kühl anfühlt. Also unser Body, unser Körper ist sowas von intelligent und auch die Energie. Ihr dürft das nur dann den Leuten oder so nicht ausplaudern oder Angst kriegen. Kalte Energie ist wichtig, wenn etwas entzündlich ist. Wenn es erst kalt fließt, kühlt es ab und danach kommt warm. So intelligent ist unser Körper. Ja,
Nun darf man dann, wenn man jetzt jemanden behandelt und sagt, oh, jetzt fühlt sich aber kalt an, ja, du hast eine Entzündung im Körper. Macht das bitte nicht, ja? Ihr behaltet das für euch. Ihr wisst aber den Grund. Kalte Energie kühlt, da ist eine Entzündung eventuell in Gang gesetzt und jetzt wird sie gekühlt, dann heilt sie. Das ist wunderbar. Also ich merke irgendwie ziemlich schnell so eine Hitze, so eine angenehme Wärme in meinen Händen. Ja, das stimmt. Ja, behandelt dich. Gut, ihr Lieben, wir haben jetzt noch eigentlich sammle ich jetzt noch eure Diagnosezettel ein, denn die sind ungültig. Die zerreißen wir jetzt. Das ist ja nicht mehr die Wirklichkeit. So seid ihr gekommen, so werdet ihr hier nicht mehr aussehen. Und in dem Moment, wo ich das vorhin auch behandelt habe, ist das ja schon gelöscht. Und eure Wünsche, die dürft ihr nicht zerreißen. Nur die, nicht alles, nur die Diagnose, wo du geschrieben hast. Do. Hier hast du gar nichts ausgefüllt, hast du keine Wünsche? Du kannst es liegen lassen. Bist wunschlos glücklich. Danke, ich hab's gerade. So, wenn ihr jetzt mit eurem Wunschzettel, gleich wenn wir fertig sind, verteile noch eure Fußfotos. Wir haben ja Beweise, Dokumente für euch gemacht, vorher, nachher, damit ihr diesen Tag immer in Erinnerung behaltet. Es ist eigentlich der Start in ein neues Leben, in diesem göttlichen Zustand. Von befreit sein, von Schiefkrumm verdreht, zu aufgerichtet und aufrecht geht ihr in eure Zukunft. Und wenn ihr euren Wunsch da draußen an dem Gitternetz dranhängt, könnt ihr irgendwo durchstecken, ich glaube, die Klammern sind alle schon belegt heute, dann lauft ihr bitte im Uhrzeigersinn dreimal um den Tempel und geht dann mit der Hand voll auf die Glocke. Bing. In dem Moment startet der Wunsch und geht in Erfüllung. Wünscht euch viel, dann bekommt ihr alles. Seid nicht so bescheiden und lernt erstmal wieder euch was zu bestellen, euch was zu wünschen. Denn die geistige Welt muss euren freien Willen respektieren und kann euch nicht beschenken, wenn ihr euch nichts wünscht. Lernt mit eurem Gott in euch zu kommunizieren und dann wird alles gut. Wie ich schon sagte, ihr habt einen großen Vorsprung vor der Masse Mensch, die von nichts was weiß, noch nicht viele, wissen einfach noch nichts und haben noch ihre Leidensthemen zu durchleiden, zu durchleben. Ihr habt heute einen Quantensprung in ein neues Leben gemacht. Ich danke euch, dass ihr da wart, aber es geht noch weiter, ganz kurz noch. Wir teilen euch jetzt noch die Zettelchen aus, wo eure Schiefstände dokumentiert sind. Und da kriege ich gerade den Andreas. 3,5. Guck mal, das ist viel. Dann die Dani. Das ist der Lüder. Luca. Das ist der Lüder erstmal. Der Luca kommt auch noch. Ja, guck mal. Karl-Heinz, 2, bitte. Dann haben wir hier 3, ja. Wir gehen tanzen heute Abend. Ja, meldet euch schon beim Tanzkurs an. So, das ist nochmal die Martina. Boah, es ist nicht ganz so schön fotografiert, aber du hast es gesehen. So, jetzt haben wir nochmal 2,5 Leonie. Das war viel. Und dann kommt noch mal die Margret. Bitte schön, Margret. So, ihr Lieben. Tanja, guck mal, ist das so still. Meine lieben Menschen sind so lieb. Könnt euch gerade alle hier behalten. Tja, dann macht euch bitte ein schönes Leben. Danke.
Danke. Alles Gute. Mhm.